Sule, hallo da draußen. Ja, ihr interessiert euch für den Motion Tracker, für den Pico, damit ihr es in diesem Bereich da benutzen könnt. Ja, irgendwo im VR-Chat. Ja, da musst ihr Folgendes machen. Und zwar als erstes, ihr schaut, dass ihr die aktuelle Version von dem Betriebssystem hat vom Pico 4. Zwar 5.9.1. Entweder ihr kriegt es automatisch oder ihr könnt es ja irgendwo herunterladen. Vielleicht ist das unten bei der Beschreibung. Wer das Video anschaut, kann es unten mal gucken. Da werden noch andere Links unten sein. Sowie der Link zu Motion Tracker. Manche haben noch nicht mal die Treiber zu den Teilen. So, wer es jetzt bestellt, hat nicht automatisch die Teile, muss im Internet ein bisschen suchen. Die werde ich auch unten verlinken zum Runterladen. Es gibt zwar keinen offiziellen Downloadbereich von Pico, aber ich mache mal da einen Download rein. Ich lade es mal hoch und damit ihr es runterladen könnt. Und nein, das sind offizielle die. Ich werde lediglich, heute habe ich auch die aktuelle Version runtergeladen, und zwar die 1.33. Normalerweise kriegt man die 1.31 oder 1.32, aber das ist die aktuelle Version. Habe ich heute gerade installiert, deswegen tue ich sie auch unten rein. So, das wird installiert. Nach jeder Neuinstallation wird die Pico neu gestartet. Und zwar von euch selbst. So, weiter geht's. Als nächstes werdet ihr das hier neu installieren. Dazu gibt es ein folgendes Teil hier, nämlich Pico Connect. Hier ist der Motion Tracker, neu installiert. Hier ist der Pico Connect. Ist auch eine Beta-Version. Aber wenn ihr die Motion Tracker benutzen wollt in dem Spiel da, dann müsst ihr das installieren. Oder ihr könnt warten, bis alle Updates bis also von Betriebssystem 5.9.1 Treiber von dem hier bis aktualisiert wird und ja bis der Assistent aktualisiert wird. Alles dauert seine Zeit oder ihr tut es unten einfach herunterladen und installieren. Ihr müsst lediglich die Tracker in den Pico-Ordner rein, in den Download-Ordner rein, das auch in den Download rein und anschließend noch ein Pico-Content für den Computer installieren. So, dann geht's gleich weiter. So, hier sind wir jetzt im Pico-Connect-Ordner und zwar von dem hier, Pico-Assistenten. Jetzt installieren wir den Assistenten. So, jetzt auf Ja klicken. Hier haben wir alles auf, wie man sieht, auf Chinesisch. Man kann es überspringen. Logisch, steht ja oben dran. Wer es selber sieht, naja, kann auch passieren. So, hier kann man verbinden. Hier sind die Einstellungen. Und hier haben wir Gesichtsverfolgung.
Ja, Körperverfolgung. Und ja, nur jetzt mal erwähnt, wenn ihr hier die Version 15 herunterladen tut und installieren tut, könnt ihr dies so aktivieren, indem ihr das einfach mal anmacht und abspeichert. Jetzt gibt es aber einen Nachteil. Solltet ihr eine Version darüber haben, 16, 17, 18, 19, 20 und was weiß ich, was noch kommt, gibt es diese Verfolgung nicht mehr. Das kann man nur hier machen. Ansonsten gibt es noch eine andere Möglichkeit, aber die ist ein bisschen anders als das hier. Als einfach nur anders als diesen Hebel einfach zu betätigen. Oder eher gesagt Button. So, hier haben wir Version 15. Wenn wir drauf gehen, kommt ein Update. Also Vorsicht. Einmal geändert, wird sich eventuell auch die Einstellungen der Pico verändern, also auch die Vision. Hier in dem Browser, also nicht im Browser, im Desktop, könnt ihr das hier noch ändern. Aber danach ist schon zu spät, wenn ihr ein Update macht, dann gibt es keine Änderung mehr. So viel dazu. Hier könnt ihr Hybrid, Gesichts- oder Ausmachen. Wenn ihr eine Pico Pro habt, natürlich. Körperverfolgung anmachen. Auf jeden Fall. Denn das und das. Gesichts- und Körperverfolgung ist nach dem Update weg. Danach kriegt ihr das nie wieder, es sei denn, ihr installiert hier diese 15er. Dann könnt ihr das immer wieder installieren. So viel dazu. Ich zeige einfach nur die sichere Variante, was funktionieren würde. Und die andere Variante werde ich jetzt nicht zeigen, da es mit der hier aber eigentlich gehen sollte. Ihr müsst natürlich bei der Pico die ganze hier installieren, also Pico den hier oder 15, eins von beiden, ist egal welches. Hauptsache, ihr habt es auf dem Computer entsprechend die 15er installiert, damit ihr den Haken betätigen könnt, dass ihr die Körperverfolgung des Teil hier aktiviert habt. So, hier habe ich nochmal die Übersicht über die Tracker, wie es aussieht bei Steam. Hier ist die Brille, sind zwei Controller und die grüne sind die echte Tracker. Nehme ich an, bin mir nicht sicher, glaube ich aber. Und die andere blaue sind nämlich die virtuelle Tracker. So, hier sind wir drin, bei Steam. Glückwunsch. Und zwar gucken wir mal nach unten. Hier haben wir irgendwo komische Teile. Was eigentlich keinen Sinn ergibt. Aber die sind da. Das sind nämlich eure Tracker. Die muss man nämlich kalibrieren. Das machen wir jetzt so. Hier drücken wir auf den Ta auf die Taste hier mit dem Kreis. Ja, jetzt kommen wir wieder zu Pico, aber jetzt gehen wir auf die Tracker. Jetzt machen wir die Kalibrieren. Gescheit hinstellen, wie es hier angezeigt wird. Tada, die sind jetzt mittig. Jetzt leicht in die Knie. Die Tracker sind hier. So, Tracker haben sich angepasst. Jetzt hat dieses Moment. Füße hin, Füße her. Wie man sieht, bewegen sich die Tracker. Hier sieht man, dass der Avatar voll mitmacht, so wie Hände als auch Füße. Sehr seitlich in der Hocke, auch wenn ich jetzt gleich aufstehe. So, beim Betreten des Raums muss man hier mit dem Männchen hier hin und her klicken, bis es läuft. Was genau weiß ich noch nicht. Muss mich doch selber noch einfixen, also herausfinden, was ist. Und wie man sieht, kann man sich relativ gut bewegen, ohne Controller, sondern Raumbewegung.
selber laufen, seitlich gucken, nicht, dass der Körper auch noch hinterher schaut. Zumindest, ja, jetzt haben wir hier die virtuelle Wand. Am besten auch gleich die größte nehmen. Eventuell so, ja, die größte halt eben so im Umkreis von 2 Meter. Plus, minus. Mehr oder weniger. Und dann hat man eben seine Fläche, wo man laufen kann. Mein Tipp ist einfach mal, da wo ich gleich jetzt anhalte, und zwar hier, habe ich einen kleinen runden Teppich. Da bin ich immer ohne Hausschuhen und da weiß ich, wenn ich in dem Teppich bin, habe ich bestimmte Radius, Freiraum, dass ich nirgendwo mich anstoße. Deswegen relativ gut. Also gebt ein Däumchen, Dankeschön und tschüss.